Ja, grüezi miteinander. Also ich stelle Ihnen pro Kilowatt vor, dieses Förderprogramm vom Bundesamt für Energie für Stromeffizienzmaßnahmen. Und Sie sollen nach diesen 10 Minuten, die ich jetzt rede, wissen, was da Förderbeiträge erhalten kann, also was für Maßnahmen und was Sie machen müssen, um mitzumachen. Also wie gesagt, es geht um Strom, also alte, ineffiziente Anlagen werden ersetzt durch effiziente Anlagen. Und für solche Projekte und Maßnahmen können Sie Förderbeiträge beantragen. Sie können dann bis 30% der Investitionskosten für diese Maßnahmen zurückerhalten. Es gibt ein jährliches Budget von 50 Millionen Franken für die Förderung solcher Maßnahmen und stammt aus einem Zuschlag auf dem Stromnetz. Und das ist ein ganz kleiner Teil, also es sind weniger als 5% von diesem Zuschlag ist für dieses Förderinstrument reserviert. Das Spezielle an diesem Instrument ist, dass es eine wettbewerbliche Ausschreibung ist. Das heißt, es werden nur diese Maßnahmen und Projekte auch wirklich gefördert, die möglichst viel Kilowattstunden einsparen pro Förderfranken. Und man hat aber gute Chancen, also ungefähr 85% der Anträge können auch Förderbeiträge erhalten. Die Leitung des Programms ist beim Bundesamt für Energie. Es ist aber die Geschäftsstelle pro Kilowatt, die das umsetzt. Also ich stelle es hier vor, aber wenn Sie dann Fragen haben, werden Sie immer mit CIMARC zu tun haben. Sie sehen auch unten die Webseite und die E-Mail-Adresse, die Telefonnummer finden Sie auch auf der Webseite. Bei Fragen einfach die Geschäftsstelle anrufen. Wir hören viel Lob, also die helfen sehr nett weiter. Also ungeniert einfach anrufen mit Fragen, die Sie haben. Also was Sie fördern lassen können, das sind Stromeffizienzmaßnahmen bei Geräten, Anlagen und Gebäuden. Das können Programme für Haushalte sein oder für Unternehmen, also alle Sektoren. Wichtig ist, dass diese Förderbeiträge sind für Maßnahmen, die ohne Förderbeitrag nicht umgesetzt würden. Also das heißt, man darf noch keinen Auftrag gegeben haben oder irgendwelches Material bestellt haben, sonst ist man nicht förderfähig in diesem Programm. Und der Payback der Maßnahme muss über 4 Jahre sein. Also sehr häufig werden zum Beispiel Sanierungen von Beleuchtungsanlagen, Kälte- und Klimaanlagen, Lüftungsanlagen, Pumpen, elektrische Antriebe, solche Sachen gefördert. Also Sie sehen hier die Liste, Trafos, Kabel, Produktionsmaschinen, Geräte. Vielleicht 2 Sachen, die nicht förderbar sind. Die Straßenbeleuchtung kann nicht gefördert werden und elektrische Raumwärme sind 2 Beispiele, die ausgeschlossen sind. Dann gibt es 2 Möglichkeiten für eine Privatperson oder ein Unternehmen, solche Förderbeiträge zu erhalten. Es gibt nämlich Projekte, die man direkt bei pro Kilowatt einreichen kann. Das müssen Maßnahmen sein mit Investitionskosten über 70.000 Franken. Man kann aber auch für kleine Maßnahmen schauen, ob es ein Programm gibt, das eine Förderung anbietet. Dort können dann Maßnahmen mit Investitionskosten bis 300.000 Franken mitmachen. Wenn Sie ein Projekt einreichen,
Dann bestimmen Sie selbst die Höhe des Förderbeitrags, also wie viel Geld brauchen Sie, um diese Maßnahme umsetzen zu können. Und sind dann im Wettbewerb mit allen anderen Projektanträgen. Bei einem Programm, da hat schon das Programm selber hat den Wettbewerb bereits gewonnen und kann diese Förderung anbieten. Dort gibt es für die Teilnehmenden dann keinen Wettbewerb mehr, sondern es ist sicher, dass sie den Förderbeitrag erhalten. Also in der Tendenz kann man sagen, bei Projekten kriegt man eher höhere Förderbeiträge, aber es ist unsicher, ob man sie erhält. Und bei den Programmen ist es in der Tendenz, sind es kleinere Beiträge, aber man hat die Sicherheit. Bei einer Projekteingabe ist es wichtig, weil es eben ein Wettbewerb ist, dass wir diese Stromeinsparungen ziemlich genau und plausibel nachvollziehen können, damit der Wettbewerb auch fair ist. Also wenn man einfach sagt, ich spare 80% ein, aber das überhaupt nicht belegt im Antrag, dann können wir das nicht zulassen zum Wettbewerb. Also das heißt, es benötigt eine relativ detaillierte Beschreibung der Maßnahme. Der Stromverbrauch vorher und nachher muss nachgewiesen werden mit einem Wirkungsmodell und auch die Investitionskosten müssen grob geschätzt und zusammengestellt, vielleicht mit einer Offerte oder so belegt werden. Und ja, also hier gilt eben, das sehen Sie dann selber, wenn Sie ein Projekt einreichen, dann rechnen Sie ja den, die Kostenwirksamkeit, nennen wir das aus, also wie viel Rappen pro eingesparter Kilowattstunde hat dieses Projekt. Und je tiefer Sie halt Ihren Förderbeitrag wählen, desto höhere Chancen haben Sie auch, den Förderbeitrag zu erhalten. Man darf ein Projekt einmal pro Jahr eingeben. Früher gab es 3 Fristen und das ist jetzt ganz neu, also seit November erst mit der neuesten Ausschreibung ist das viel einfacher. Man kann jetzt jederzeit das Projekt einreichen und man hat auch viel schneller dann einen Bescheid. Also wenn man das gut dokumentiert und keine Rückfragen sind, dann kann das nach 3 bis 4 Wochen kann man schon den Entscheid erhalten. Wenn Sie schauen wollen, was für Programme laufen, dann gibt es eine Suche unter der Webseite prokw.ch. Es sind sehr viele Programme. Also manche Leute sagen fast, es ist unüberschaubar. Es sind also bis zu 60 Programme, die da gleichzeitig laufen. Und das ist nur pro Kilowatt, das ist noch nicht die ganzen kantonalen Programme. Aber ja, hier mit dieser Suche den Versuch, da eine Suchhilfe zu bieten. Es gibt ja auch noch energiefranken.ch, das auch ganz viele Förderprogramme auflistet. Einige Beispiele von laufenden Programmen, also es gibt Programme für Frequenzumrichter, nachzurüsten oder Erneuerung von elektrischen Antrieben. Dann Pumpenersatz und Ersatz von Druckluftanlagen. Es gibt auch spezielle Programme, zum Beispiel für Unternehmen mit einer Zielvereinbarung, die dann einen ganzen Mix an Maßnahmen in einem Programm fördern lassen können. Also das ist sehr ein praktisches und gutes Angebot. Ja, bis jetzt wurden 708 Projekte und Programme unterstützt. Also pro Kilowatt gibt es seit über 10 Jahren. 293 Millionen Franken wurde an Förderbeiträge ausbezahlt oder verpflichtet. Und es wurde auch Strom eingespart damit natürlich. Also das ja, entspricht momentan ungefähr
160.000 Haushalten. Ja, also falls Sie Fragen haben, sehr gerne. Und eben hier ist die Telefonnummer und die Adresse von der Geschäftsstelle pro Kilowatt. Bei konkreten Fragen jederzeit einfach melden. Und sonst danke fürs Zuhören.